Willkommen zurück bei Renegade, wo wir uns weiter hier durch den Ort vorarbeiten wollen mit unserem netten, kleinen, leichten Panzer. Und was sehen meine Elpenaugen da? Wir haben zwar eigentlich alles, aber sicher ist sicher, vor allem Munition. Kann man nie genug haben. Mal vorsichtig vor. Wir wollen ja nicht in einen Jagdpanzer reinlaufen. Komm, 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 komm. Perfekt. Bevor er feuern konnte. So gefällt uns das. Man darf hier echt nicht so schnell. Wir stehen unter Raketenbeschuss beim Park. Wir können den Werfer nicht orten. Wiederhole. Wir können den Werfer nicht orten. Bitte um Wiederholung. Raketenwerfer mit unbekannter Position. Korrekt. Möglicherweise befindet sich ein Stealth-Panzer im Gebiet. Das machen wir doch so. Das war nix. Okay, er schießt doch. Ich hab mich schon gewundert. Okay, die Ingenieure da, die sollten uns eigentlich nichts machen. Und die machen wir jetzt weg. Könnten theoretisch auch unseren Panzer jetzt hinter uns nehmen, aber so ist es mir. Da steht ja noch einer. Und da oben war auch jemand. Kommen wir da hin? Ah, den Ingenieur kriegen wir. Ja. Ups. Hat es uns gedreht. Da war noch einer. Genau. Gucken. Und dann machen wir den auch so weg. Er müsste uns eigentlich nur einen Schritt entgegenfahren. Dann wären wir weg. Aber gut, wenn er es so machen möchte. Ah, unser leichter Panzer ist eh fast weg. Das heißt, wir gehen mal ohne den weiter. Kurz wieder, wie immer, speichern. Das schadet nie bei dem Spiel. Ah, Boden, Boden, Raketenwerfer. Na doch, dann. Nehmen wir den nochmal. Und machen das Ding da weg. Genau. Das wollten wir auch noch tun. Dann nehmen wir auch diese Datendisketten. Und schauen wir mal, wie weit uns dieser Panzer noch trägt. Die landen hinter uns, oder? Au! Ich habe dir einen weiteren Transporter organisiert. Ist bereits unterwegs. Eieiei. Und oben war der Raketenwerfer. Erstmal mal kurz organisieren. Da unten steht jemand, da oben steht auch jemand. Und hier unten war noch jemand. So. Jetzt speichern. Okay, angeblich kriegen wir noch einen Transporter und da ist noch ein Offizier. Das machen wir jetzt in Ruhe. Der hat uns jetzt noch nicht gesehen. Und da ist jemand. Ich mag dieses Scharfschützengewehr, das ist... Nein, ich will nicht meckern, das Spiel ist schon ein bisschen älter. Aber so fühlt es sich halt auch an beim Scharfschützengewehr, das ist nicht sehr angenehm zu steuern. Aber wenn man sich die Zeit nimmt, tut es das, was es soll. Sauber. Warnung, Nordobelisk geortet. Ui. Oh, das ist natürlich jetzt... Das ist doch der, den wir in der einen Mission
vorher gesehen haben, oder? Ja. Okay. Bevor wir da reingehen, müssen wir erstmal hier... aufräumen. Haben wir? Das müssen die Boden-Boden-Raketen sein. An die Arbeit. Okay. Ah, da ist er. Den haben wir. Hat er uns den Obelisken jetzt noch mal kurz gucken? Okay. Wie kommen wir jetzt in den Obelisken rein? Das Ding ist, der wird uns doch sehen. Wenn wir da jetzt rein wollen. Ja, und das macht er uns weg. Klar, das wollte ich jetzt nur wissen. Also. Gucken wir uns die Lage hier an. Die Karte. Na, die ist jetzt nicht wirklich sehr sinnvoll. Hier greift uns noch nicht an. Wenn wir ihn so angreifen, das wird ja ewig gehen. Ja, klar. Wie kommen wir jetzt da rein? Ist hier irgendein Flankenmanöver möglich? Nicht wirklich. Ich glaube, wir müssen hier wirklich die Ionenkanone verwenden. Die war 9 oder 0. Och, Nuklearschlag ist auch okay. Nein. Entschuldigung. Haben wir keine Ionenkanone mehr. Wir hatten noch eine Ionenkanone. Wir haben nur Nuklearschlag, okay. Wir hatten die tragbare Ionenkanone mal. Und wir können ja auch nicht wechseln. Okay, wir haben die nicht mehr. Ja, der wird uns jetzt hier grillen. Da können wir nicht außen rum. Würde der Nuklearschlag hier reichen? Das ist die Frage vom Abstand. Wir gucken mal. Wir schauen mal. Oh, da kommt sie runter. Sieht halt schon absurd aus. Okay. Das bringt nichts. Wir kommen so da nicht dran vorbei. Ja, ich drücke mal auf Pause, während ich mir was überlege. Ich habe eine Idee. Und zwar hat uns doch per Funk gesagt, wir können neuen Panzer haben. Und den schnappen wir uns. Vielleicht schaffen wir es damit. Ich bin jetzt also einfach nur die paar Meter zurückgelaufen. Bin noch ein, zwei Mal in den Obelisken reingelaufen, habe mir das angeguckt. Weil hinten dran diese Boden-Boden-Raketen stehen, die wir zerstören müssen. Also das kriegt man auch so hin. Ich denke mal, ohne dass man den Obelisken zerstören muss. Aber wir wollen den ja mitnehmen. Und dafür brauchen wir den hier. Und dafür müssen wir versuchen, einen Winkel zu finden. Ernsthaft? Jetzt! Also, ja, sieht ein bisschen absurd aus, aber es funktioniert. Ich beschwere mich nicht. Komm schon. Mich würde wirklich interessieren, wie man da, aber siehst ja in der Beschreibung, man soll den Obelisken übernehmen oder vernichten, wie man da reinkommen soll. Alternativ würde mich jetzt wirklich sehr interessieren, wie das gehen soll. Und das sind diese zwei Raketen und... dann haben wir eigentlich alle Ziele hier. Na, dann komm, machen wir es fertig. Und... ja, das war es.
Juhu!